Wir haben ja heute die polizeiliche Kriminalstatistik und die Verkehrslage vorgestellt. Insgesamt sind wir mit den Zahlen sehr zufrieden. Es ist also die Tendenz ähnlich, wie es im für den Landkreis gesagt worden ist. Wir haben zwar einen leichten Anstieg der Delikte, dafür aber auch eine höhere Aufklärungsquote, das heißt mehr ermittelte Verdächtige. Es ist richtig, dass die ausländischen Straftäter in der Statistik immer mehr werden. Auch das ist jetzt, was die Polizei sieht. Ein großer Punkt sind die Verkehrssachen. Auch hier ist das Bemühen sehr groß, dass wir diese Zahlen entsprechend berichtigen können und eben hier mit Kontrollen, mit Präsenz auf der Straße diesen Geschwindigkeitsüberschreitungen, die ja Hauptursache sind für tödliche oder schwerverletzte Unfälle, eingreifen können. Aus Entwicklung der Unfallschwerpunkte im Bereich unserer Polizeiinspektion Mühldorf hat sich im letzten Jahr einiges getan, das möchte ich kurz ausführen. In Mettenheim die Staatsstraße 2550, die ehemalige B12 Anschlussstelle Mühldorf West, das war da mal Unfallpunkt, da hat es immer wieder gekracht. Im Unfallschwerpunkt konnte durch die Inbetriebnahme der Ampel am 6.6., da war ich persönlich dabei bei der Einweihung, habe mich gefreut, entschärft werden. Also seit die Ampel da steht, werden manche Verkehrsteilnehmer vielleicht ein bisschen mehr fluchen, weil es länger dauert, wobei wir keine Rückstauungen haben, Gott sei Dank, aber wir haben durch die selbststeuernde Schaltung sind die Rückstauungen auf der A94 verhindert werden. 2018 haben sich an den drei Einmündungen 13 Verkehrsunfälle mit einem schwerverletzten und sechs leichtverletzten Personen ereignet, aber das sind alles die, bevor die Ampel in Betrieb genommen worden sind. Dann ist die Ampel in Betrieb genommen worden und dann haben sich die Unfallzahlen nach unten entwickelt. Sie lesen es dann selber, mit vier mit leichtverletzten Personen ist dann runtergegangen auf zwei Verkehrsunfälle mit einer verletzten Person. Problematisch ist auch die Kreuzung davor, die Einmündung vorher. Sie kommen von der Autobahn rauf, an der Brücke, da ist es einfach so, dass wir da manchmal einfach einen Abbiegedruck haben und die fahren dann raus, obwohl es einen übersehen. Aber es ist wahnsinnig weit runtergegangen. Ich glaube, dass diese Lichtzeichenanlage, die auch durch die Unfallkommission initiiert worden ist, also da Früchte trägt. Genauso im Niedertaufkirchen, Ortsteil Hanertsholzen, ehemaliger Unfallschwerpunkt Mü4, Mü36, das war eine sehr übersichtliche Stoppschildkreuzung, da hat es immer wieder Vorfahrtsverstöße und dadurch übersehen gegeben. Seit diesem Jahr haben wir einen Kreisverkehr, seitdem haben wir keinen einzigen Unfall mehr zu vermelden gehabt. Also das ist erfolgreich, wenn man was tut, muss ich sagen, ist okay. Was mir hinzugekommen ist, was uns aufgefallen ist, ist Erhardting, die Bundesstraße 299, Bereich Anschlussstelle Mühldorf Nord. Da haben wir 2018 fünf Unfälle gehabt, bei denen sich drei Personen leicht verletzt worden sind. An dieser Stelle kommt es immer wieder zu Unfällen, weil die dortige Geschwindigkeit, die auf 60 km/h angeordnet worden ist, nicht beachtet wird. Und dann gibt es daher beim Abbiegen immer wieder Kollisionen. Vielleicht hat sich das auch schon rumgesprochen, beim diesjährigen Blitzermarathon war ich da auch draußen gestanden mit einem Blitzgerät. Da haben wir auch Spitzenreiter gehabt mit über 100 km/h, die da durchgerauscht sind. Haben wir auch dementsprechend geahndet. Und deswegen steht auch drin, diese Unfallstelle wird von uns also vermehrt mit Geschwindigkeitskontrollen überwacht, dass die Unfallzahlen da runtergehen. Der Dauerbrenner, Startstraße 23, 52, nach wie vor die Verkehrsunfälle, die im Wald drin sind, aber auch die Kreuzung beim Kingdom Park, das gehört da alles dazu. Sie lesen es ja selber, wir haben es letztes Jahr schon reingeschrieben, also langfristiges Ziel ist da wirklich, dass da mal der Ausbau stattfindet. Ich war letztens in Waldkreiburg drüben, da ging es dann darum, um den Ausbau Pürtner Kreuzung. Da hieß es dann, dass man sich die Straße dann auch einmal anschaut, dass das bedarfsorientiert mal umgebaut wird. Wir werden sehen, was kommt. Letzte Örtlichkeit, die uns allen ja bekannt ist, in Mühldorf, der Gittelbach-Stachus. Wir haben ja auch immer wieder die Berichte gehabt wegen Ausfall der Ampeln, was ja jetzt behoben worden ist durch staatliche Bahn mit Zusammenarbeit mit der Firma, die Ampeln betreibt. Das war, ich glaube, ein Fehler, also ein mechanischer Fehler, was man mir gesagt hat, dann war Ruhe. Leider nach wie vor, 2018 haben wir 16 Unfälle mit unterschiedlichsten Ursachen gehabt, weil ziemlich viele Kreuzungen aufeinandertreffen. Auch hier ist immer wieder angemahnt worden, ob man da mal baulich was verändert, aber wir wissen es ja selber, es dauert lang und vor allem ist es ja auch eine Geldsache, wie das da mal geändert werden soll. Der Ausblick generell, natürlich, auch der Herr Zehnbauer hat schon gesagt, wir werden wieder viele neue Ereignisse haben. 90er Live wird wieder eine Sonderveranstaltung unten in der Rennbahn sein.
hier jetzt schon beworben und ist. Also auch hier werden wir wieder Open Air haben mit in der Rennbahn unten. Die Europawahlen werden wieder entsprechende Versammlungen und politische Kundgebungen zur Folge haben. Negativ, was ich ja schon gesagt habe, eben diese Plakate, die dann möglicherweise wieder beschädigt oder entwendet werden. Die Sicherheitswacht ist erfolgreich eingeführt worden, das habe ich ja bereits jetzt ausgeführt. Und auch wir werden, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Herr Präsident auch gesprochen hat, wir werden eine Bodycam bekommen für die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Wald Kreiburg hat die ja schon getestet. Es wird so sein, dass jetzt in den nächsten Wochen, Monaten alle Dienststellen mit diesen Bodycams ausgestattet werden. Und die Hoffnung ist also schon sehr groß, dass man eben hier eine deutliche Außenwirkung erzielt, auch beim Gegenüber, weil der dann plötzlich halt merkt, hoppala, das wird ja jetzt wirklich alles gefilmt, was da passiert, und dass das natürlich für uns auch sehr wichtig ist, dass man einfach einmal die Situationen sieht, weil wenn ich nur die Aussagen habe, dann ist das eigentlich gar nicht so nachvollziehbar, was da tatsächlich auf der Straße oder in diesem Einsatzgeschehen dann fällt und was da also zur Sprache kommt. Und wir sind also sehr, sehr guter Dinge, dass hier eine deutliche Resonanz dann da ist, dass das Gegenüber einfach merkt, hoppala, lieber halt damit da zurück, und dann ist halt der Erfolg schon erreicht. Also das ist diese Bodycam und